Inmitten von Wiener Neustadt, nahe dem Wasserturm, der das Wahrzeichen der Stadt ist, steht in einem schönen Park eine alte Villa. Die arbeitende Jugend ist dort in das Europahaus, wie es genannt wird, eingezogen. Sie hat hier ein Heim gefunden für ihre Freizeit, aber auch einen Ort für Weiterbildung im Beruf. Eine Haushaltsschule benutzt das vom ÖGB eingerichtete und betriebene Haus für praktische Übungen in der Haushaltsführung. Die Schülerinnen haben ein Übungsobjekt und die Gewerkschaftsjugend von Wiener Neustadt ein mustergültig gepflegtes Heim. So ist allen gedient. Die Matura-Klasse einer Hauswirtschaftsschule hat in einem anderen Raum Tagesunterricht. Kochen, Nähen, Säuglingspflege, Geschmacksbildung und was eine angehende Hausfrau oder ein Mädchen in diesem Beruf sonst noch braucht, wird hier unterrichtet. Diese Klasse hat bei einem Wettbewerb unter 43 Klassen den ersten Preis erhalten. Diese jungen Wiener Neustädterinnen werden auch deshalb, aber nicht nur deshalb, umworben werden. Unsere Jugend nimmt ihre Berufsausbildung überhaupt sehr ernst. Für angehende Friseure wurden ebenfalls auf Initiative des ÖGB ein Raum eingerichtet, in dem sie sich unter der Aufsicht von Lehrern in ihrem Beruf weiter ausbilden können. Ihre Modelle müssen sie sich allerdings selbst mitbringen. Und so sitzen Mütter, Tanten und Großmütter geduldig und erwartungsvoll unter diesen lernenden jungen Menschen. Für die Alten aber hat der ÖGB im Hause des Bezirkssekretariats eine Tagesheimstätte eingerichtet, in der sie fern von den Sorgen des Alltags ein paar ruhige Stunden bei Kartenspiel und bei einer kleinen Plauderei mit ihren Altersgenossen verbringen können. Und wenn der Gesprächsstoff ausgeht, dann wenden sie sich den Neuigkeiten der Zeitungen zu und ziehen sich in eine ruhige Ecke zurück, um von hier aus den Kontakt mit der Welt, den sie einmal durch ihre Arbeit hatten, weiter zu pflegen. Um eine üppige Geburtstagstorte versammelt war alles, was in Wiens Theaterwelt Bedeutung hat, als der Direktor des Volkstheaters zum 70. Geburtstag des Hauses einlud. Vizebürgermeister Mandl und der Präsident des ÖGB-Nationalrat Franz Ola waren erschienen, um zu gratulieren. Natürlich waren die Kolleginnen und Kollegen der Wiener Bühnen in der Mehrzahl. Sie ließen sich die Torte schmecken und gedachten sicherlich dabei des weiten Weges, den dieses Haus hinter sich hat. Für sie alle, für Josef Meinrad ebenso wie für Helene Thiemig und Hermann Thiemig, Günter Händel und viele andere ist das Volkstheater ein Stück Theatergeschichte. Im Rahmen eines kulturellen Austauschprogrammes zwischen den jugoslawischen Gewerkschaften und dem ÖGB veranstaltete ein Volkstanzensemble jugoslawischer Gewerkschafter ein Gastspiel in Österreich, das überall großen Erfolg hatte. Diese Laientänzer sind kaum mehr Laien zu nennen. Sie zeigten einen Querschnitt durch die Vielfalt jugoslawischer Volkskunst, der tänzerisch und formal hohe Qualität erkennen ließ. Über diese positiven Eindrücke ihrer Leistungen hinaus waren sie gern gesehene Gäste. Jede solche Begegnung vermehrt das Verständnis und das Wissen um den Lebens- und Kulturbereich anderer Nationen und trägt dazu bei, dass sich die Menschen in Zukunft besser verständigen und friedlichere Nachbarn sein mögen als in ihrer leidvollen Geschichte. Überall gewinnt die Einsicht mehr und mehr Gewicht, dass die Völker, so verschieden und so gegensätzlich ihre wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Bestrebungen auch sind, nur durch gegenseitiges Kennenlernen und durch persönliche Kontakte zu einer friedvollen und alle befriedigenden Lösung ihrer Probleme gelangen können. Das Kulturaustauschprogramm des ÖGB ist ein Teil dieser großen Idee der Verständigung zwischen den Völkern der ganzen Welt.